Da sind wir wieder. Ich raff mich nochmal auf, noch ein paar Dinge auf dem Zettel, aber ich dachte mir, ich möchte am Ball bleiben. Und es ist auch gerade recht spannend. Ich habe off-cam gerade schon die ein oder andere Sache geregelt. Nämlich habe ich mich dazu entschieden, nach dem letzten Gefecht die Königsberg für 4 Monate für eine Kampfwertsteigerung ins Arsenal zu schicken. Der Schaden, den sie aus dem letzten Kampf mitgebracht hat, den zu reparieren, belief sich schon auf 3 Monate. Und unter diesen Umständen macht, denke ich, der eine Monat mehr auch den Bein nicht mehr fett. Ansonsten gilt ohnehin, dass wir nahezu unsere gesamte Großkampfschiffflotte verloren haben. Jedenfalls für einen begrenzten Zeitraum. Hier haben wir 2 Monate Schaden auf der Zähring und jeweils einen Monat auf jedem anderen Großkampfschiff, abgesehen von der Wörth. Die hat es rausgeschafft. Und ja, damit müssen wir jetzt erstmal arbeiten. Mal gucken, was für ein Kampf wir jetzt in diesem Monat aufgezwungen bekommen. Das hängt dann davon ab, welche Schiffe wir einsatzbereit haben und wir lassen uns da mal überraschen. Mal schauen. Ansonsten haben wir eben die Königsberg hier für 4 Monate raus und ich habe noch eine ganze Reihe Z3-Zerstörer auf Kiel legen lassen. Ich denke, wenn wir überhaupt noch irgendwas reißen können, und ich denke, um ehrlich zu sein, ist es nicht mehr viel, dann mit leichten Kräften und Torpedos. Die 10 Zoller der Koblenz-Klasse wird es nicht rausreißen und dementsprechend müssen wir hier ein bisschen anders denken. Das reflektiert sich jetzt auch hier in den Forschungsvorhaben. Wir haben alles, was mit Torpedos und leichten Kräften zu tun hat, besonders priorisiert. Hier angefangen bei den Zerstörern, Torpedotechnologie und U-Boote. Ich denke sogar, das haben wir letzte Folge auch schon on-cam gemacht. Hinzuzüglich kommt, dass wir eine Reihe von, nämlich ich glaube 7 U-Booten, Mittelstrecken-U-Booten, U-Boote auf Kiel gelegt haben. Denn ich habe mich ja etwas darüber geärgert, dass unsere bisherigen U-Boote sehr wenig Erfolg hatten bei der Jagd auf feindliche Schiffe. Das ist vielleicht auch verständlicher, wenn man sich überlegt, dass es ja auch nur Küsten-U-Boote sind. Dementsprechend erhoffe ich mir etwas mehr von den Mittelstrecken-U-Booten, wobei, wie gesagt, 16 Monate, ich befürchte fast, die werden den Krieg hier gar nicht mehr erleben. Die freuen sich vermutlich, aber das ist natürlich zu unserem Ungunsten. Ja, ansonsten klicken wir mal weiter, gucken wir mal, was passiert. Wir haben es jetzt hier, ja, das wissen wir schon, wir haben jetzt wenige Tage nach den ersten bewegten Bildern von Ultimate Admiral Dreadnoughts. Sieht ja fantastisch aus. Ich hoffe, das werden wir hier auch auf dem Kanal sehen. Ich hoffe, dass es meine Zeit erlauben wird. Es wäre schon schön. Ich würde es ja jetzt gerne schon daddeln, aber die 50 € sind mir zu viel für ein Spiel, das ich vermutlich gar nicht zeitlich einrichten kann gerade. Wir haben einen Coastal Raid. Die Friesland scheint wieder mit dabei zu sein. Das wäre hier das Schlachtschiff. Ja, okay, wir nehmen es natürlich an. Die Küstenbatterie, die wir bauen, die haben wir jetzt natürlich nicht fertiggestellt. Das rächt sich jetzt. Das rächt sich jetzt ganz ausgesprochen doof. Aber okay. Können wir nichts dran ändern. Müssen irgendwo sparen. Wir zoomen etwas raus, gucken, ob wir irgendwelche Meldungen bekommen. Von U-Booten oder irgendwelchen Handelsschiffen. Gehen wieder rein, gucken uns mal eben den Auftrag der Zerstörer an. Können wir die auf Scout setzen? Ne, können wir nicht. Scheinbar haben wir was gesehen. Hier draußen. Ich weiß nicht, ob diese Vektoren neu sind. Ich habe das Gefühl, die sind neu. Süd-Südost. Um 16:03 Uhr wurden die gesehen. Was kreuzt hier rum? Noch ein leichter Kreuzer. Versuchen wir doch mal so zu segeln, wie wir es im Wesentlichen auch schon tun. Wir haben uns noch gar nicht angeschaut, was für Schiffe wir hier eigentlich haben. Nur leichte Kreuzer. Ich habe auch vergessen, unsere Schnellkreuzer, die Risa-Klasse, wieder auf ihren genuinen Auftrag anzusetzen, nämlich das Zerstören feindlicher. Ach, das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist, glaube ich, neu, dass es hier so projiziert wird, wo sich die feindlichen Schiffe möglicherweise aufhalten können. Das finde ich gut. Das finde ich schön. Aber ja, die müssen wir noch auf ihren Auftrag ansetzen.
Da haben wir vielleicht auch schon ein paar Siegespunkte weggeworfen. Hier wird scheinbar. Das ist auch neu. Ein schwerer Kreuzerkurs Ost-Süd-Ost von einem Luftschiff. Also, das sind alles jetzt hier neue Features, die ich so in Rule the Waves noch nie erlebt habe, weil die eben im zweiten Teil neu dazugekommen sind. Scheinbar kommen die auf uns zu. Was machen wir am besten? Wir segeln in diese Richtung weiter und gucken, dass wir nicht direkt auf sie zugehen, aber trotzdem unsere Waffen zum Einsatz bringen können. Scheinbar, ich denke, wir hätten sie schon gesehen, wenn sie denn diesen Kurs fortgesetzt hätten. Gleiches gilt eigentlich auch für diese Verlängerung, meine ich. Kurze Pause. Sichtweiten sollten eigentlich passen. Ich denke, es sind die Sichtweiten, oder? Die grauen Ringe hier mal die anderen ausstellen. Das hier müsste Sighting Range sein, genau. Schade. Aber unsere Luftschiffe machen sich ja schon bezahlt. Das ist doch schön. Dann wissen wir wenigstens, was die machen. Leider haben wir die jetzt nicht finden können. Ich drehe mal wieder um, bevor die uns hier komplett entwischen. Da müssen sie sich ja eigentlich irgendwo zwischen. Na, warum dreht er jetzt nicht? Achso, weil wir die nicht ausgewählt haben hier so. Müsste sich ja irgendwo zwischen Wilhelmshaven und. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas gerade verpasst. Wilhelmshaven und Helgoland befinden. Log. Können wir uns das hier nochmal anschauen, bitte? Bin mir nicht ganz sicher, ob es sich nochmal anzeigen lassen kann. Ich denke fast nicht. Irgendwas wurde hier gerade angezeigt mit einem beschädigten Luftschiff, scheinbar. Das ist natürlich von Interesse. Aber gut, können wir jetzt scheinbar nichts dran ändern. Hier haben wir wieder einen Fix. Von einer Korvette scheinbar. Wir haben zwei. Oh. Das hier ist. Also Moment, das ist etwas älter. 0 Uhr scheinbar. Hier haben wir die jetzige Uhrzeit, vermute ich fast. 1949, genau. Zwei Schlachtschiffe, ein schwerer Kreuzer, Ost, Nord, Ost. Das heißt, die kommen, denke ich, in die Reichweite von Helgoland. Jetzt wird es dunkel. Schau mal, wie sich das auswirkt. Ich hoffe, jetzt zu unserem Vorteil. Lässt sich gerade noch etwas schlecht abschätzen. Ob wir die in diesen oder diesen Umständen finden, weiß ich jetzt nicht. Falls ihr es im Hintergrund hört, mein Nachbar hat Besuch seit einigen Tagen und die können sich schlecht beherrschen. Bewegung in der Formation, Zerstörer kommen etwas näher ran. Um Verbindung zu halten. Wir sind schon fast diesen Meldungen hier eigentlich wirklich ausgesetzt. Also dort, wo die Briten einschlagen werden, werden wir dann dazu stoßen müssen. Ich denke nicht, dass wir viel ausrichten können. Es sei denn, wir schaffen es unter diesen Bedingungen der eingeschränkten Sicht dicht genug ranzukommen, um mal wieder den einen oder anderen Torpedo anzusetzen oder es zumindest zu versuchen. Das hat ja letztes Mal nicht so geklappt. Ich denke, den einen Zerstörer in der letzten Folge haben wir auch an den. Die Z1 gurkt hier scheinbar weiter, weil sie uns verloren hat in dem Dunkeln. Ich befürchte fast, es hat damit zu tun, dass es eben wettertechnisch den Bach runterging. Gut, die interessiert sich hier gar nicht mehr dafür, irgendwie nochmal zu versuchen zurückzukommen. Aber okay. Und dementsprechend ist der Zerstörer dann untergegangen. Es war auch schlechtes Timing. Wir haben den Angriff der Zerstörer ja gerade eingeleitet, als das Wetter dann umgeschwenkt hat.
Aber ja, mal wieder ein eher ruhiges Rule the Waves-Szenario. Ich hoffe ja, aber es wird trotzdem darauf hinauslaufen, denke ich, dass der Gegner dafür keine Siegespunkte bekommt. Wenn er jedenfalls seinen Auftrag hier nicht erfüllt. Ich sehe bei Objectives leider nichts weiter. Wäre interessant zu wissen, ob er das schon erfüllt hat oder nicht. Wir haben ein U-Boot, die U-6 hier draußen im Einsatz. Aber auch die, ah, scheinbar. Gut, wenn wir diese Meldung jetzt hier von einem Südost, wenn wir diese Meldung hier von einem Handelsschiff bekommen, dann wird dieses Handelsschiff vermutlich auch gerade versenkt werden. Wir werden mal deutlich schneller, 25 Knoten, in der Hoffnung, dass wir damit jetzt in die Fühlung aufnehmen können. Die Zerstörer machen hier wieder lustige Sachen. Ich weiß nicht, was das hier soll. Keine Ahnung, jetzt sind unsere Leichenkreuzer völlig auf sich gestellt. Das ist tragisch, meine ich. Nein. Ich wüsste nicht, warum ich die jetzt hier in den Hafen einlaufen lassen sollte. Warum machen die das? Keine Ahnung, die sind hier auf einmal auf Independent scheinbar umgeschwungen. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon der Fall war. Support, wieder zurück bitte. Jetzt wird's Tag. Mal gucken, ob das die ein oder andere Information bringt, aber es scheint ja nicht so zu sein. Gut. Wir versuchen mal hier die Zerstörer wieder einzusammeln. Ja, da haben sie uns. Wir haben keine weiteren Meldungen, ne? Okay, ist dann eben so. Ich freue mich sehr auf Ultimate Admiral. Was ich bisher gesehen habe, war fantastisch. Vor allem gefällt mir ja, dass man so viele Daten zur Verfügung gestellt bekommt. Gute Momente haben wir sie, gute Entscheidungen zu treffen. Jetzt haben wir es natürlich wieder Tag. Es wäre ja schön gewesen, die im Dunkeln irgendwie. Zu kriegen. Die Zerstörer hinken total hinterher. Etwas langsamer. Die Ariadne-Klasse. Was kann die denn? Die Ariadne-Klasse bringt mit 7 Zoll Geschütze. Es reicht vollkommen aus, um uns den Tag zu versauen. 1900 gebaut, also auch nichts, was jetzt umwerfend neu wäre. Ganz im Gegenteil. 5,5 Zoll Panzerung. Aber auch wir haben unsere alten Kreuzer hier dabei, ne? Ja, 5 Zoll. Wie sieht denn hier unsere Penetration Data aus? Wo finden wir die nochmal? Hier. Ja, im Grunde genommen können wir die Panzerung des schweren Kreuzers hier gar nicht penetrieren. Frage, haben wir denn, ich habe es gerade nicht mehr auf der Pfanne, Torpedos dabei? Das ist ja gerade so immer der rote Faden. Scheinbar nicht. Ach, das ist die Risa-Klasse. Ja, natürlich, das ist totaler Quatsch, dass wir die hier riskieren. Was wir durchaus tun können, den Umständen entsprechend, ist die Zerstörer ranzuholen und die es bitte versuchen lassen. Der Vorsicht halber, wir möchten, was ist hier los? Was ist das? Das sind hier Korvetten, die alle flüchten. Das ist erstmal egal. Ich raff mir hier die Kontrolle an und lasse sie Vollgas fahren. Und die Risa und Co. hält bitte auch nur Fühlung. Also ich möchte nicht, dass wir hier sinnlos diese Schiffe wegwerfen. Ja, es ist doof, dass wir die jetzt hier mit dabei haben. Das hätte nicht so sein sollen. Jetzt kommt die Ariadne auch schon ran. Ich denke mal, wie schnell ist die? 15 Knoten. Auch nicht unendlich schnell. Mit den 34 Knoten holen wir die auf jeden Fall ein. Ich hoffe ja, dass hier erstmal keine weiteren Schiffe im Windschatten der Ariadne-Klasse unterwegs sind. Ich werde mal hier ein bisschen schneller. Ah, jetzt merkt sie scheinbar, dass hier die Zerstörer kommen, aber wir sind schnell.
Aber wir sind schnell. Es wird spannend. Ich denke, wie sieht unsere Sichtweite hier aus? Wir haben 25.000 Yards Sicht und sehen auch schon hinter die Ariadne. Also würde sich hier etwas befinden, jedenfalls in unmittelbarer Nähe, hätten wir schon gesehen. Das stimmt mich ja schon mal prinzipiell positiv. Mit 34 Knoten wissen wir auch, dass es sich hier um die Z3-Klasse handelt. Da macht sich ja die Geschwindigkeit bezahlt. Und hier wird jetzt geschossen. Versuchen uns nochmal ein bisschen zu entfernen. Immer noch 15 Knoten hier. 20, okay, da hätten wir schon mal früher etwas mehr Gas geben müssen. Aber es reicht nicht aus, um den Zerstörern davon zu kommen. Jetzt dreht sie ein. Ich pausiere und will jetzt mal die Torpedoreichweite sehen, nur um eine Idee zu bekommen. Und wir hören Treffer. Aber natürlich kriegen wir auch gleich was. Der Treffer hier, der wird nicht relevant sein. Machen es mal auf ganz langsam und schauen uns an, was jetzt passiert. Torpedoreichweite reicht. Haben wir gerade gesehen. Winkel ist jetzt nicht so doll. Aber immerhin kriegt er da nicht so viele Waffen gegen uns eingesetzt. Wenn wir jetzt rechts eindrehen, müssten wir es eigentlich hinkriegen. Die ersten Torpedos sind raus. Entfernung 1000 Yards. Ich wünsche mir, man könnte sich das hier in Meter anzeigen lassen. Ich muss mir das mal genau anschauen, wie hier die Umrechnung funktioniert. Komm. Der perfekte Winkel. Nichts. Und aus irgendeinem Grund verweigern sie sich hier zu schießen. Hallo. Vielleicht schon zu dicht dran. Kann natürlich auch sein. Wo kann ich hier noch mal? Wo kann ich hier nochmal den Smokescreen anstellen? Das wäre ja vielleicht was, um etwas Zeit zu gewinnen. Vermutlich steht es hier irgendwo und ich sehe es gerade nicht. Doch, hier ist es, hier das Symbol. Das ist es. Wo sind meine leichten Kreuzer gerade? Hier. Die schicken wir mal ein bisschen zurück, damit wir nicht wieder in dieses Problem reinlaufen, dass wir die Kontrolle verlieren. Ich bin etwas enttäuscht, dass unsere Zerstörerkommandanten es scheinbar für völlig unnötig halten, Torpedos zu schießen, wofür sie eigentlich bezahlt werden. Positiv überrascht bin ich davon, dass die Ariadne hier scheinbar ziemlich allein unterwegs ist. Das ist gut. Was kommt uns gerufen? Ich mache mal wieder ein bisschen schneller. Blick auf die Torpedoreichweite. Passt dreimal. Ich mache das mal aus hier. Die Z4 war es, glaube ich, die ein Torpedo geworfen hat. Medium Damage, sagt er schon. Das ist ja bei den Kleingeschützen unserer Zerstörer eigentlich hier nicht zu erwarten. Aber ich bin immer dazu, Torpedo Tubes Damage, das ist nicht schön. Ich bin ja immer dafür zu haben, überrascht zu werden. Jedenfalls positiv. Ja, die übliche Überholungsjagd. Jetzt geht es wieder darum, einen guten Winkel hinzubekommen. Wir haben es ja gerade in den Sand gesetzt. Die beiden holen auf. Ich lasse sie mal langsamer werden.
Z7 und Z15 waren wohl kurzzeitig verwirrt. Wie sieht es hier aus? Ziemlich üble Flotation, aber haben es scheinbar wieder unter Kontrolle. Jetzt ist wieder ein Torpedo im Wasser. Fingers crossed. Und es sieht eigentlich nicht schlecht aus. Oh, okay. Nein. Wir hören wieder ein Torpedo. Von wo kommt er? Von aus gefühlt allen Richtungen. Jetzt kommen die auf unseren leichten Kreuzern hier unangenehm nah. Also irgendwas muss jetzt hier treffen. Das geht ja so nicht mehr weiter. Nee, nichts. Mittlere Treffer auf der Gefion. Unschön. Ja, ich glaube, wir haben wie viele Torpedos verschossen? Zu viele. Als dass das hier schön wäre mit anzusehen und nichts hat davon getroffen. Ich denke, es macht kaum Sinn, hier nochmal anzugreifen. Das ärgert mich doch sehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, 0 heißt vermutlich, dass es nicht geladen ist zurzeit. Sieht es hier aus, vermutlich genauso schlecht. Der ist zerstört worden. Und hier hätten wir noch einen Torpedo. Ja, versuchen die es eben. Schicken wir die wieder zurück. Gleiches hier. Aber es wird hier auch den Brei nicht mehr fett machen. Die wird jetzt eher noch versenkt, als dass es hier irgendwas bringt. Jetzt hat er den letzten rausgeschossen. Und, oh, komm schon. Also prinzipiell, ja, ich weiß auch nicht. Wir haben im Grunde genommen zwei Treffer gehabt. Aber aus irgendeinem Grund lösten die nicht aus und segelten dran vorbei. Das ist, ja. Wüsste jetzt auch nicht, was wir hier noch großartig machen können. G7 ist scheinbar hier geistig verwirrt unterwegs. Ne, Z7. Liegt, denke ich mal, daran, dass das komplette Deck zerstört worden ist. 5 mittlere Treffer, 5 leichte Treffer. Ja. Die hat es auf jeden Fall. Aber nachgeladen hat sie jedenfalls. Ist auch eine gute Frage. Aber ich denke, das ist also nach der Erfahrung hier, das war jetzt doch arg tragisch. Ne, wir fahren zurück, das macht so keinen Sinn. Also, ja, was soll man dazu sagen? Also, die Gelegenheit haben wir gehabt. Das Wetter hat mitgespielt. Gut, wir haben Minor Victory, warum auch immer. Vermutlich hat er seine Objectives nicht erfüllt. Genau, hier haben wir es. 8000 Punkte haben wir nicht bekommen.
Er hat scheinbar irgendwelche Luftfahrzeuge verloren. Keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben. Wir kriegen einen dicken Bonus, weil wir ausreichend eigene überlebende Handelsschiffe gehabt haben. Das macht natürlich Sinn. Schwerer Schaden, sicherlich die Z7 hier. Würde mich mal interessieren, wie lange die jetzt out of order ist. Und ansonsten ein bisschen die angeknabberten Leichenkreuzer. Okay. Gut, es sind drei jetzt, die wir hier sehen, aber den dritten, da hatten wir keine Kontrolle drüber. Nee, sonst nichts weiter Interessantes zu sehen eigentlich. Ja, ein paar Pünktchen, aber wie gesagt, also das ist auch nicht mehr hier. Moment, die Kudakao wird mit schwereren Geschützen, Kampfwert gesteigert, einige Küstengeschütze und die Camper Down wird ebenfalls mit einem Director ausgestattet, wie wir es auch gerade mit unserer Königsberg machen. Verständlicherweise. Dass die so leicht beschädigt davon gekommen ist, kann ich bis heute auch noch nicht verstehen. Also, wir haben die 14 Zoller gehabt, schwerer bewaffnet, irre gepanzert ist die auch nicht. Wir haben, glaube ich, auch an dem Tag recht schlecht gewürfelt, wenn wir uns die Camper Down hier anschauen. Na, lässt er mich nicht. Ja, ist ja dieselbe Klasse, aber hier nochmal die. Ne, können wir jetzt nicht machen, oder was? Vermutlich, weil die gerade im Trockendock ist oder sowas. Mit 20.000 Tonnen ist die jetzt auch nicht irre fähig. 13 Zoller, okay. Sind wir besser. Und auch was die Panzerung angeht. Also das ist eigentlich. Wir haben auch die Entfernung gewahrt. Und hätten einige Decktreffer landen müssen, wie ich finde. 16 Knoten ist halt auch unglaublich langsam, ne? Unglaublich langsam. Ja, ist hier halt an dem Tag wirklich gut weggekommen, denke ich. Im Allgemeinen sind die Briten besser davon gekommen, als sie hätten davon kommen sollen. Hier machen wir nochmal einen Turn. Ich denke, wir sind schon über die Zeit, aber wir kommen uns hier echt nicht weiter. Aus irgendeinem Grund geben wir jetzt unglaublich viel Geld aus, vermutlich weil die Schiffe hier repariert werden müssen. Ja. Aber ich lasse das so. Das Minus nehme ich jetzt hin. Kriegen wir einen Prestige-Hit dafür. Und wir verlieren. Ach ja, stimmt, die Raider wieder. Mensch. Destroyer Action. Komm, machen wir das. Und dann ist noch Feierabend für heute. Wir müssen immer noch unsere. Jetzt wird doch schon dunkel. Ja, gut. Komm. Das ist alles nicht das Gelbe vom Ei. Auch noch unschön vom Wetter her. Ich hoffe, wir verlieren jetzt keine Schiffe wegen des schlechten Wetters. Aber das macht so keinen Sinn. Ja, kein Kontakt, keine Fühlung. German Marginal Victory, das nehmen wir natürlich alles mit. Auch wenn es rechts, da drüben sind sie schon. Aber ich meine, Sichtweiten sind hier wirklich miserabel. Was können die denn hier eigentlich, die Zerstörer von denen? Okay. Okay, von mir aus. Gut. Tschüss. 90 Punkte nehmen wir auch. Aber das holen die durch die Blockade eh jede Runde wieder raus, ne? Ich weiß nicht, warum unser Prestige jetzt, unser Geld so dermaßen den Bach runtergegangen ist. Man kann natürlich hier eine Koblenzklasse anhalten. Dann. Gut, damit sind wir noch nicht wieder komplett im Plus. Dann halten wir meinetwegen beide für eine Runde an. Dann kommen wir wieder in die schwarzen Zahlen. Ja, das ist also fordernd, sagen wir es mal so. Es ist nicht ganz einfach mit anzusehen. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Ich glaube 2 Monate, ne? So dolle war das jetzt nicht. 14 Monate, genau. Das müssten 2 gewesen sein. 14 Monate noch für die meisten Schiffe. Eins ist bei 13. Die Königsberg immer noch 2 Monate im Arsenal. Finanzprobleme plagen uns, die Koblenzklassen angehalten, aber ganz ehrlich, die werden, also wie gesagt, die werden hier auch nicht mehr den Brei fett machen. Wenigstens diese Schiffe sind alle wieder klar zum Gefecht.
dieses Fleet Support hat uns auch nicht wirklich was gebracht. Ich muss mal hier wieder zurück zu den Prise-Regeln. Und denke, ich verabschiede mich dafür für heute. Lasst mich wissen, was ihr so darüber denkt. Ob ihr Lösungsvorschläge habt, ansonsten passt auf euch auf. Man sieht sich sicherlich hier wieder, entweder auf dem Kanal oder im Discord. Und ich wünsche euch einen schönen Abend, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.